Hey Leute, bevor es jetzt hier gleich losgeht, wollte ich noch eine Kleinigkeit snacken, Alter. Denn das in meinem Leben und in eurem Leben wahrscheinlich manchmal mit dem Essen ein bisschen schneller gehen muss, habe ich von Löwenanteil super tolle Fertiggerichte bekommen. Aber das ist nicht irgendein Dosenfraß, der da so dahingeschoben und hingerotzt ist. Das ist halt wirklich geiler Scheiß. Da sind keine Zusatzstoffe drin, keine zusätzlichen Aromen, kein Zuckerzusatz und so einen ganzen Bums. Mein Favorit sind die Snackballs, Alter. Die kann man sich auch noch mal reinsnacken in den Körper. Sind ein super Proteinlieferant und in der Zitrusversion auch wirklich schmackhaft. Wenn ihr euch jetzt ein bisschen am Gaumen gekitzelt fühlt, könnt ihr gerne mal in die Beschreibung gucken. Da gibt es einen Link zu. Löwenanteil auch noch mal belohnt. Kostet ein bisschen was, ist auf jeden Fall besser als ein Big Rösti von Mc's. Ich sag's, wie es ist. An dieser Stelle ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zurück zum Cooking-Simulator, Alter. Ja, heute haben wir hier mal unser Loft aufgebaut. Heute gehen wir das Ganze mal ein bisschen entspannter an, Alter. Denn wie ihr wisst, ich bin ein renommierter Koch. Das bedeutet, ich weiß genau, wie der Lachs zu löppen hat. Und deswegen zeige ich euch heute mal meine absolute geheime Lieblingsspeise. Wie ihr seht, hier in der Küche ist alles voll. Da kann man auf jeden Fall ordentlich was machen. Und hier sind auf jeden Fall alle Leckereien, die man sich so vorstellen kann. Die kann man hier auf jeden Fall. Also das ist hier. Wir machen hier mal ein ordentliches Drei-Gänge-Menü heute. Ich sag's, wie es ist, du. So, zur Vorspeise habe ich mir gedacht, machen wir eine schöne Lachssuppe, damit der Lachs lebt. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal irgendwie Lachs, ne? So, Rinderfilet, Lachsfilet. So, das packen wir mal direkt hier auf die Ablage. So, das Ganze wird natürlich hier am Ende dann auch irgendwie bewertet werden. Dafür haben wir dann hier unseren Aufzug, ne? So, für Lachssuppe brauchen wir auf jeden Fall ordentlich Lachs. Da wird jetzt hier erstmal aufgetischt, ne? So, ich glaube, ich brauche hier mal einen großen Teller. Gib mir mal so eine Plate. So, hier, gib mir mal ein bisschen Lachs. Du, wir brauchen ordentlich Lachs. Ich habe es ja schon von Anfang an gesagt. So, das könnte jetzt für den Anfang auf jeden Fall reichen. Das müssen wir jetzt irgendwie rüber balancieren, ne? Und jetzt vorsichtig abstellen. Sehr gut. Das Ganze schmeißen wir jetzt in den Mixer. Zack. 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 Kann man das nicht alles irgendwie... Guck mal. Geil. Weg mit dem Teller. So, der Rest per Hand, ne? Man kennt es. Und da fliegt ja ein Helikopter lang. Soll das hier mal ein bisschen ruhiger? Jetzt haben wir hier natürlich ordentlich Lachs. Den stellen wir mal da drauf und dann geben wir Vollgas hier. Ah, guck mal hier. Schöner Lachsfilet-Mix. Das sieht natürlich jetzt erstmal nicht so gut aus. Aber wenn wir damit fertig sind, dann wird das eine absolut schmackhafte Geschichte. So, für Lachssuppe à la Kalle à la brauchen wir natürlich hier auch einen schönen bayerischen Bieressig. Der kommt da auch nochmal mit zu. Stellen wir mal hier direkt ab. Zack. Ansonsten, schöne Plastikschüssel. Nehmen wir da mal hier in die Hand. Wird der ganze Lachs erstmal reingekippt. Sehr gut. Mit dem Scheiß. Jetzt haben wir da 1,5 Liter Mix drin. Da kippen wir mal einen guten halben Liter Bieressig noch mit rein. Oh, das Geräusch, ne? Das ist hier Balsam für die Seele. Ich hoffe, keiner von euch muss zur Toilette. So, dann haben wir jetzt hier eine Sauce. Mittlerweile ist das schon eine 2 Liter Soße. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bin schon ein kleiner Zwiebelfreak. Das heißt, da packen wir nochmal 5 leckere Zwiebeln mit rein. Jetzt haben wir hier 5 astreingeschälte Zwiebeln. Ganz wichtig, nicht im Pürierstab mit reinmixen, sondern jetzt hier schön zerhacken, Alter. Dann nehmen wir hier unser Schneidebrett. Und dann nehmen wir natürlich hier auch ein gutes Messer. Welches wollen wir denn mal? Welches Messer fliegt denn am besten? Fliegt das gut? Ja, das fliegt super, das nehmen wir. Und jetzt werden Zwiebeln gehackt. Denn ein weißer Mann hat mal gesagt, alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal, guten Tag. Eine tolle Taktik, die ich immer wieder an den Tag lege. 3 Zwiebeln gleichzeitig. Zack. Zack. Man kann auch noch einfach mal den Turbo-Modus anwerfen und dann geht das ein bisschen fixer. So, das ist jetzt grob geschnitten, ist aber auch völlig in Ordnung. So, das kommt jetzt hier alles noch mit in die Schüssel mit rein. Jo. Sehr gut. So, hier nichts fallen lassen. Oh, shit. 3-Sekunden-Regel, schnell. Damit das Ganze noch ein bisschen Farbe bekommt, kommt hier auf jeden Fall noch ein ordentlicher Rotkohl mit rein. Den darf man auf jeden Fall hier in den Mixer tun. Zack. So, und ab dafür, ne? Ja, das hat nicht so gut funktioniert, aber Schwamm drüber. Dann wird der Bums auch zerhackt, ne? Man kennt es. Da reichen auch grobe Stücke. Jetzt soll ja nach was schmecken. So, rein da die Scheiße. Das zerkocht sich. Indem wir dann einen ganzen Bums reingehauen haben, pürieren wir die ganze Scheiße dann doch mal. Weil sonst ist ja keine Suppe mehr, ne? Oh, schönes Märzenbier. Kann ich mir das selber in die Rüstung kloppen? Flasche öffnen. Kann ich das Bierchen nicht trinken oder was? Flasche ist schon offen. Leute, der hat die wieder zugeschraubt. It's keine Magic. Kann ich das jetzt irgendwie trinken oder was? Ich hab echt Durst. So, was soll das jetzt? Schöne Bier, ne? Da es sich hier ohne Vorspeise handelt, nehmen wir natürlich einen kleinen Topf. Tun den ganzen Bums jetzt hier mal rein. Denke mal, das wird easy laufen. Oh, shit. Oh, fuck. Scheiße. Ja, machen wir mal einen Schnelldurchlauf. Die Leute merken das doch sonst. Scheiße. Gut. Oh, fuck. Jetzt ist mir der ganze Bums hier auch noch runtergefallen. Ey. Liegt der ganze Lachs hier im Gemüse. Mehr passt da scheinbar nicht rein. Schnell Pürierstab. Gönn.
Hier irgendwie ein bisschen Rotkohl noch mit rein. Gönn. Bisschen Zwiebel, schnell. Zack, zack. Nee, nein. Nein! Suppe in den Ofen, schnell. Bevor einer guckt. Zack. Und gönn. Sehr gut. So, während die Suppe kocht, haben wir natürlich jetzt Zeit für unseren Hauptgang. Wir machen Nudeln mit Biersoße. Ist ja unnormal klar. Oder würde ich sagen, ran an die Buletten. So, ich bin nicht so der Spirelli-Typ hier. Ich bin mehr so der Penner. Die Penne. Das heißt, wir nehmen mal hier den Pennekarton. Für die Nudeln brauchen wir mal Wasser. Wo ist denn hier unser Wasserhahn? Schön Wasser füllen. Wird gegossen. 1 Liter reicht. Genau 1 Liter. Also genau 1 Liter. Für eine gute Portion Nudeln brauchen wir natürlich ordentlich Salz. 30 Gramm, würde ich sagen, reichen hier erstmal. So, 30 Gramm Salz rein in die Rüstung. So, dann hier rein da die Nudeln. Und dann gehen wir da mal zur Herdplatte. Wir kochen mit kaltem Wasser. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So, 400 Gramm Penne. Und dann geht's hier weiter. Wir nehmen dazu ein ordentliches Stück Gorgonzola für unsere Soße. Und dann nehmen wir uns hier eine Pfanne. Absoluter Geheimtipp. Packen jetzt das Stück Gorgonzola da rein. Und dann nehmen wir uns hier ein Bierchen. Schönes, helles Märzbier. Und dann kippen wir das da rein. Das ist quasi unser Fett. Unser Bratenfett. Oh, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. So, und dann wird hier aber Vollgas gegeben. Zusätzlich werden dann noch ein paar Champignons mit reingehauen. Oh, in der Umgangssprache sagt man auch gerne gönn. Also gönn. So, hier, gib mal her, die Pilze da. Die werden da auch komplett mit reingepfeffert. Da tun wir rein da. Sehr gut. So, weg mit der Schüssel. Ja, morgen kommt die Putze. So, wie gießt man denn jetzt hier die... Wo ist denn hier mein Sieb, sag mal? Ich suche ein Sieb, denn das ist mein Gebiet. Gib mir mal ein Nudelsieb für die Nudeln, aller. Wenn ich mir das Ganze hier so angucke, sind die Champignons auf jeden Fall bald durch. Das ist gut. Die Soße wird sowieso weggemacht. Da braucht ihr euch gar keine Illusion machen. So, ich kann hier nicht mit heißen Sachen anfassen, was? Ist alles zu heiß. Aber ist kein Problem. Wir haben ja hier eine Greifzange. Diese muss hier auch rein. Ah, nee. Scheiße. Was passiert hier denn gerade? So kann er den Käse jetzt nicht nehmen. Ist doch Käse. Oh, diese Zange ist ja komplett für den Arsch. Käse kommt jetzt hier rein. Und dann wird hier mal drauf gedrückt. Zack, hier kommen kleine, super viele Käsestückchen. Also, es sieht wirklich geil aus. Das sieht sehr nice aus. Das wird gleich so schön mit angerichtet, ne? Der Bierkäse hier Gorgonzola-Style. Was wir jetzt aber noch machen, ist hier unsere Nudeln anrösten. Das heißt, wir machen die, haben jetzt erstmal die Pfanne heiß. Wir müssen jetzt irgendwie die Nudeln abgießen. Gut, die sind jetzt abgegossen. Gib mal her, die Nudeln da jetzt. Die sehen eigentlich schon gar nicht mal so schlecht aus jetzt mittlerweile. Und die werden jetzt auch noch mal kurz angebraten. Guck mal, das brutzelt direkt los, ne? So, da muss man natürlich jetzt ein bisschen Gas geben. Wir packen da jetzt hier so ein schönes Salz dazu. So, hier, zacki, zacki. So, man muss natürlich auch ab und zu ein bisschen schwenken. Gut. So, und da kommen jetzt hier eigentlich noch die... Mann, jetzt hier, hör mal auf. So, gönn. Die Pilze müssen natürlich schnell noch mit rein. Hallo. Oh. Oh! Alter! Also. So, die Champignons, die müssen auch rot sein und dann geht das hier gleich voll zackig nach vorne. So, das Ganze wird angerichtet mit einer ganzen Schweineschulter. Die wird natürlich jetzt hier schön in die Pfanne gebrutzelt. Und das Ganze wird selbstverständlich auch wieder mit Bier angemacht. Ey! Die Schweineschulter muss voller Bier sein. Ach, komm, hör auf. Während die Schulter hier ins Saunabad nimmt, werden wir hier die schöne Suppe nochmal nachrüsten. Denn so langsam können wir mal die Vorspeise auch servieren, ne? Schöne 300 Milliliter, ich glaube, ist eine gute, ist eine gute Anzahl. Wir haben ja was dazu gelernt, ne? Wir haben ja nicht umsonst uns damals den Stern verdient, ne? So, angerichtet für die Lachssuppe mit frischen Kräutern. Dazu nehmen wir auf jeden Fall ein bisschen Basilikum in die Hand. Das sieht nicht nur nach was aus, das schmeckt auch, ne? Noch ein Lorbeerblatt oben mit rein. Und ganz wichtig für die Mixtur ist Schnittlauch, ne? Da könnt ihr ordentlich was reinzimmern. So, und jetzt sieht die Suppe natürlich auch noch was aus. Vorspeise wäre somit fertig. Der Schulter, der geht's mittlerweile auch ganz gut. Das heißt, wir sind auch da mit dem Gericht gleich durch. So, jetzt haben wir natürlich astrein die Soße extra nicht mit drauf bekommen. Aber das ist auch alles Sinn der Sache. Sieht jetzt nicht allzu schön aus, aber du, das schmeckt, das sage ich dir. Das schmeckt. So, die Schulter muss natürlich auch noch mit drauf. Jetzt gib mir die scheiß Schulter, du. Das Ganze wird jetzt noch mit einer leckeren Biersoße begossen und dann schmeckt das. So, für die Soße gibt es natürlich ganz spezielle Zutaten. Wir dürfen hier unseren Gorgonzola nicht vergessen, ne? Der muss natürlich auch mit drauf. Ja, ein bisschen davon auf jeden Fall. Zack. Sehr gut. So, man sagt ja immer, das Auge isst mit, aber das habt ihr alle falsch verstanden. Das heißt nämlich, das Auge soll mal sein scheiß Maul halten, Alter. Fast dunkles Bier, 10 Liter, da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen was von. Guck mal, jetzt kommt die Scheiße da einfach reingelaufen. So macht man's. Genau. Wir brauchen jetzt 1 Liter Schwarzbier. So, halt, stopp. Boah, fast genau 1 Liter. Und zu dem Liter Schwarzbier kommt natürlich jetzt hier ein bisschen Paprikapulver mit rein. Nicht die ganze Dose, das wäre nicht so gut. Dann machen wir noch ein bisschen scharf. Da kann ruhig ordentlich mit rein. Das soll ja auch richtig brennen in der Fresse. Ja, und zu dem dunklen Bier gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Bier. So eine Flasche sollte reichen. Weg damit.
Ja, und dann muss man das Ganze natürlich gut umrühren. So, ab dafür. Fertig ist die Suppe, die Soße. Und das schmeißen wir jetzt hier alles über die Schulter rüber. Jetzt haben wir wieder die Scheiße daneben gekippt. Ich krieg zu viel hier. Wir stellen jetzt diesen Scheiß einfach auf den Boden. So. Ich will jetzt den Teller hier auf den Boden stellen. Und ich will, dass das Bier da einfach rauflöppt. Guck mal, genau so. Jetzt schmeckt's. So. Ey. Das sieht natürlich jetzt nicht so astrein aus. So, und so ist natürlich neben der Vorspeise jetzt auch der Hauptgang fertig. So, bitteschön. Dann hätte ich gerne mal eine astreine Bewertung. Wie, das will keiner bewerten? Wieso will keiner mein Essen bewerten? Wie ist mit dem Hauptgang? Ey, ich stelle mich jetzt hier stundenlang in die Küche und keiner will das essen oder was? Ey, da werde ich wirklich fuchsteufels wild. Ey, wirklich, das ist doch... Oh, das ist doch scheiße! Zum Glück habe ich überall eine Gaskartusche stehen. Passt meine Gaskartusche nicht mal mehr in meinen Scheißofen oder was? Was ist das für ein Scheißleben, was ich lebe, du? Schade, dass keiner mein Essen probiert hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das gut geschmeckt hätte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch so schmeckt und ob ihr das probiert hättet. Bis zum nächsten Mal, wenn mal wieder eine Runde gekocht wird. Und ich mache mir jetzt noch ein Bierchen auf, ne? Tschüssikowski, bis dann.